Okay. Genau, also, hallo und herzlich willkommen, dass ihr so zum zweiten Rennen der AWR DGTM wieder so zahlreich erschienen seid. Ich glaube, es sind auch wieder 98 Fahrer. Schon krass, Jungs. ja, okay. Fangen wir an. Was ist heute wichtig? Anerkennung natürlich der beiden Reglements. Ich weiß, das ist immer ein bisschen lästig, aber auch mal einen Blick das allgemeine Reglement werfen. Da stehen halt allgemeine Verhaltensregeln, Blauflaggenregelungen etc. drin. Gleich den Server mit dem richtigen Fahrzeug joinen, sonst müsst ihr aus der Box starten für den Lauf. Startnummern, glaube ich, wurde eben schon mal angesprochen oder waren einige Fragen da. Guckt, dass ihr die richtig eingestellt habe. Das letzte Mal war nur einer dabei, der die falsche Startnummer hat. Blaue Flaggen, glaube ich, durch die Kürze der Strecke wird hier zum Tragen kommen. Nochmal kurz als Erinnerung, blaue Flaggenregelung bekommt einer eine blaue Flagge, muss er ihn innerhalb einer Runde vorbeilassen. Außer er ist näher wie circa 4 Wagenlängen, dann ist die Regelung innerhalb von 4 Kurven bitte vorbeilassen. Die Track Limits haben wir hier ein bisschen angepasst. Die Zwei-Reifen-Regelung gilt ja normalerweise für die weiße Linie. Hier in Interlagos beziehen wir die Curbs und die Rasengittersteine mit ein zur Strecke. Ist auch unten, sind aber Bildchen gemacht. Entschuldigt meine Kraxelei mit dem roten Stift. Ich hatte etwas wenig Zeit. Das sollte, glaube ich, fair für alle sein. Im Quali ist es egal, weil wer da einen Cut hat, wird keine Zeit haben. Von daher halten wir das. Es fährt jeder so. Ne? Deswegen haben wir das aufgehoben, bevor es da irgendwelche Proteste gibt. Grundlegend, wer da außerhalb dieser Sachen fährt, die Regel ist halt, wer sich einen extremen Vorteil verschafft, wie zum Beispiel zwischen T11 und T12 und fährt da komplett über den blauen Streifen drüber, ne? Und lässt halt flat out stehen und verschafft sich halt dadurch einen extremen Vorteil, kann halt dafür bestraft werden oder ist halt auch protestwürdig. Ne? Also grundlegend ist halt immer ein extremer Vorteil, wenn man halt die Strecke verlässt. Ja, Inklimit gibt es keins. Ja, Kritiken, Ideen. Immer schön, sind immer gern gesehen. Zum Interview, der Patrick sagte mir, im letzten Rennen vom zweiten Grid her war nur einer oder so im Interview. Wäre cool, wenn ihr auch aus dem zweiten Split die Top 3 zum Interview gehen im jeweiligen Rennen, also im ersten Rennen und im zweiten Rennen, wäre halt cool. Im ersten klappt es, glaube ich, ganz gut, im ersten Split bei Manu, wie gesagt, da ist ja hier alles auch beschrieben, Grid 2 Aufzeichnung, einfach in den Warteraum gehen, wäre halt cool, ne? Diesmal haben wir das auch, wir haben jetzt die Probleme gelöst, dass es jetzt früher ist, normalerweise sollte der morgen online gehen. Die Aufzeichnung des zweiten Splits hatten da ein paar Probleme, weil das zu groß war, konnten wir zuerst irgendwo hochladen und ja, manchmal kommt dann auch das Leben dazwischen. Ja, allgemeines Fahrverhalten ist halt noch wichtig, was im Rota America die allgemeine Fahrzeugkontrolle war teilweise ein bisschen fragwürdig. Wir wissen auch nicht, woran es liegt, mangels Training oder was für manche Fahrer ein bisschen übermotiviert. Guckt, dass Fahrer da ein bisschen dran arbeiten, halt mal ein bisschen zurücknehmen und dafür auf jeden Fall ankommen, auf jeden Fall mal auf Ankommen fahren und nicht da, keine Ahnung, nach 3 Runden das Ding da irgendwo in die Wand stecken. Was uns letzte Mal aufgefallen ist, die Starts waren schon problematisch. Es wurden relativ viele Starts verschlafen, also nicht verkackt, dass man irgendwie das Auto so kurz in Anti-Stall geht oder so, sondern einfach, dass einfach die Reaktionszeit 2 Sekunden oder so betrug. Das geht also nicht. Das geht überhaupt nicht. Dadurch sind halt auch durch einzelne Personen richtig heftige Unfälle passiert. Da wird es dann auch ab diesem Rennen auch stärker bestraft. Also wer dann, keine Ahnung, in Startdelay von, keine Ahnung, eine Sekunde oder 2 Sekunden hat, der wird halt dann im nächsten Rennen aus der Box starten müssen. Das geht halt einfach nicht. Guckt, dass er es übt, vielleicht auch jetzt nochmal im Training. Auch zum fliegenden Start, in sauren Double File,
ganz wichtig, den Abstand zu Vordermann, 4 Wagenlängen. Das hat nämlich teilweise auch überhaupt nicht funktioniert. Da waren teilweise, keine Ahnung, 200 Meter zum Vordermann. Also das geht nicht. Und dann sind die teilweise 50 km/h langsamer als die vorgeschriebene Geschwindigkeit gefahren. Das geht also nicht. Also wer auch Probleme hat, rechts ran, anhalten, ne? Probleme lösen. Aber da irgendwie so Vorgeschriebene rumgondeln und Geschwindigkeit. zu viel Abstand halten geht auch nicht. Das wird sich auch im Nachhinein dann angeguckt und auch dementsprechend dann, wer den Start halt einfach nicht hinbekommt, muss halt leider mal aus der Box starten, bis er es halt irgendwie dann auf die Reihe bekommt. Was auch aufgefallen ist, dass viele, wenn sie gestartet sind, User einfach mal disconnected from your channel. spontan meinen, ich halte jetzt mal meine Geschwindigkeit, ich beschleunige einfach nicht weiter. Das geht halt auch nicht. Das gehört auch dazu und die Leute, wo wir das halt sehen, müssen halt leider dann mal aus der Box starten, ne? Also guckt, dass ihr das irgendwie auf die Reihe kriegt. Das war so die Hauptproblematik im letzten Rennen. 1 von 2. Das zweite war halt den Spurwechsel in der Bremsphase. Das geht halt nicht. Das ist auch im allgemeinen Reglement verankert. In Bremsphasen ist die Spur zu halten, ne? Also wenn ihr bremst, Spur halten. Was auch noch der dritte, habe ich ist so ein bisschen zu vernachlässigen oder habe ich so ein bisschen vernachlässigt, einen Wagenbreite Platz lassen. Ne, lasst euch dem Raum, Platz zum Überleben. Interlagos, mir graut schon ein bisschen vor, Interlagos T1. Gebt euch bitte ein bisschen Raum, auch der Rückstau vom Start her. Das gibt halt einen mega Ziehharmonika-Effekt, auch beim fliegenden Start. Ne? Gebt da bitte ein bisschen Rücksicht, bremst ein bisschen früher und stecht bitte nicht überall rein. Ja, gut. Ich hoffe jetzt mal, ich appelliere an euch. Im Zweikampf, was auch teilweise ein bisschen aufgefallen ist, im Zweikampf, dass die Leute halt einfach überall reinstechen. Dann nimmt man auch mal ein bisschen den Vordermann in die Verantwortung, dass er halt auch mal frühzeitig sagt: Pass auf, Freund, hier nicht. Ich fahre auch mal bewusst eine Kampflinie. Und sag halt einfach hier nicht. Viele lassen halt extrem die Tür auf. Und da gibt es halt immer die einen oder anderen, die stechen da halt immer wie die Verrückten rein. Auch ruhig mal sagen, hier nicht. Und auch mal dann ruhig mal Kampflinie fahren. Ne? Boxenausfahrt, hatten wir das letzte Mal auch einen Vorfall, der geht überhaupt nicht, dass man halt aus der Box fährt und schnurstracks auf die Ideallinie, gab auch einen Unfall. Ja, das wird halt auch hart bestraft, weil das geht gar nicht, ob es ein Überrundeter ist oder nicht. Rausfahren, direkt rüberfahren und dann den anderen und sich selber noch aus dem Rennen nehmen, ist ein Fehler, der nicht passieren darf. Ob bewusst oder unbewusst, lassen wir jetzt mal so stehen. Bitte achtet da drauf. User joined your channel. Zum Ablauf, glaube ich, braucht man nicht mehr viel zu sagen. Erste Rennen 20 Minuten Rennen, zweite Rennen 60 Minuten Rennen. Im zweiten Lauf Pflichtboxenstopp, alle 4 Reifen müssen gewechselt werden. Das hat auch super geklappt im letzten Rennen. Was haben wir noch? Ja, Text und Voice Chat war auch ein bisschen Thema. Haben ein paar Leute dann getextet. Bitte unterlasst das. Es gibt auch Verwarnpunkte, beziehungsweise ein Verwarnpunkt, je nach Schwere des Vergehens. Ihr dürft Pass Left, Pass Right. Dürft ihr im Textchat schreiben, aber mehr auch nicht. Ja. Ja, zum Start nochmal stehen. Der Start ist ja sowieso klar. Rollender Start, es gilt. Pacecar Speed ist hier in Interlagos 80 km/h, plus minus 5 Sekunden. Sauberen Double File. Die Startfreigabe für alle ist erst bei Green, Green, Green. Nicht früher und dann möglich auch nicht später. Ja, wie gesagt, einen sauberen Double File. Wir haben ja relativ weit. Nach T12 bis hoch. Das heißt, ihr könnt euch eigentlich super sortieren. Ne? Ja, starkes Beschleunigen, Abbremsen und Beschleunigen ist verboten. Das ist ja, versteht sich quasi von selber. Die Strafen, die noch vom letzten Rennen ausstehen, bitte in den ersten 3 Runden absitzen, wer eine Drive-Through hat. Ja, Netcode-Probleme durch Streamer etc. Guckt, ich glaube, einer, der Philipp Sübeck, hat keine Zeiten setzen können. Das hört sich auch so nach Internet, Problemen an. Ja, Proteste werden ja über das Formular oder halt, könnt ihr auch bemerkbar machen, über die Whisper-Funktion. Ich denke mal, das habt ihr mittlerweile alle verstanden.
Die Strafen stehen hier drin, der einzelnen Startnummer lese ich jetzt nicht vor, aus Zeitgründen. Gibt es noch wichtige Fragen? Mikrofon muted. Gut, okay. Ah, Moment, ich hatte Ja, eine. ja. Wegen den Track Limits, ich verstehe jetzt nicht ganz, wie das Track Limits, ganz, in ganz dem einfach ist. Briefing. Ich check's nicht ganz. Diese rote Fläche, die du da angemalt hast, da darf man nicht drauf fahren. Also selbst nicht mit der Hälfte vom Auto, oder wie ist das? Doch, es gibt eine Zwei-Reifen-Regelung. Der rote Strich, der hinter dem Curb ist, also der Curb gehört mit zur Strecke. Ne? Und die Ende der Ende des Curbs, wo die rote Linie anfängt, da müssen immer noch zwei Räder drauf sein. Okay, und wenn zum Beispiel jetzt bei Turn 12 dann, das ist auf dem Bild ist noch Da okay, wann ist ja Hälfte, Hälfte, oder wie ist die Sache da Rasengitter, der geregelt? Rasen, also Curbs und Rasengittersteine wurden mit zur Strecke einbezogen. Also Alles das klar. so wie die Bilder hier sind, ist das okay. Alles klar. Und wenn es halt Grundlage ist, halt wirklich, du musst halt einen extremen Vorteil haben. Also du kannst fast überall nirgendwo weiter rausfahren und hast einen Vorteil. Nee, sonst gibt es die. Genau, dann gibt es vielleicht auch einen Slowdown und du hast auch irgendwann keinen Vorteil mehr draus. Ne? Okay, gut. Dann viel Spaß und bitte, User bitte, left your bitte, channel. bitte, reißt euch zusammen, bitte. User left your Und channel. Ja. User left your channel. Das Quali. Schieben in User left your channel. 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 Microphone activated. User joined your channel. Ich glaube, der wollte User noch was joined your sagen. channel. User joined your channel. User joined your channel. Doch. Ja, ich Doch. sehe ja einen. Auch. Jeder im ersten Griff. User joined your channel. Alle im ersten Grid. Jo. Ja, alle im ersten. Geil. Über 30. Jetzt hätte ich bald beim Ferrari auf OK geklickt. Und ich jetzt beim Audi. Bei mir wird immer der Audi Ja, angezeigt. zum Glück habe ich nur einen, ne? So, ich gehe jetzt auch nochmal eine rauchen und dann bin ich leider. Ja, bin ich auch. Bis gleich. Bis gleich. Gleich. So, jetzt steigt die Anspannung. So, jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich hier. Hoffen wir haben einen guten Start, nicht so wie letztes Mal. Alle Simracing Academy Jungs, Ding, Ding. Ich glaube, ich bin ins zweite Grid. Nee. Hast du den oberen oder den unteren Server angezeigt, Pars? Unteren, ja, so Ah. sehe ich, konnte nur ein oder zwei Runde drehen, weil ich hatte kein Netzwerk, ich meine Internet. Letztes Schade. 5 Minuten, ja. Naja, aber vielleicht steigst du direkt auf, das wäre ja cool. Ja. Schauen wir mal. Hauptsache ein bisschen Punkte sammeln. Ja, genau. Jeder Punkt zählt. Ja. Und ist fast besser im zweiten Grid vorne mit dabei fahren, als im ersten Grid hinten zu fahren. Ja, stimmt. Ja, ich habe sehr wenig trainiert, Roger, das ist das Problem. Gestern eineinhalb Stunden, heute eine Stunde. Mit Mercedes Interlagos nie gefahren, das ist auch andere Sache. Also 39 Liter oder 40 Liter genug, oder? Was denkt ihr? Nehme 43.
43. Ja, ich habe nicht gern, wenn ich immer auf den Sprit schauen muss. So reicht sicher, scheißegal. Ja. Ja. Diese 3 Liter oder 4 Liter machen den Unterschied nicht. Auf jeden Fall nicht, genau. Einmal verbremsen, hast alles weg. Geh mal raus, bis später dann. Ja, bis dann. User disconnected from your channel. There's a car behind. Take care, rejoin him. Disengage limiter. Right side's clear. We're on the right. We've got a smoker on the left. We have a target down. Yellow flag. Caution. Go right. Car left, clear left, turn away. Aber den Startplatz, den sehen wir jetzt noch nicht, ne? Nee. Wer Performance-Probleme hat, sollte vielleicht auch nochmal die angezeigten Fahrzeuge reduzieren. Ich hab's jetzt sicherheitshalber auf 35 runter geregelt jetzt. Man weiß ja nie. 35 von 63. Fastest lap for Schneider, 144.28. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich beim letzten Mal hatte. Beim letzten Mal lief's sehr gut, aber da weiß ich nicht mehr, wie viel ich angezeigt hatte.